Kimmich unter Tränen. Man hat ihn im Stich gelassen. Ja, und dann sagen, dass wenn man sich hätte impfen lassen, wären weniger. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Kimmich unter Tränen. Man hat ihn im Stich gelassen. Ich denke mal, es geht um die Corona-Impfung. Haben wir ja alle mitbekommen, dass der Bruder sich nicht impfen lassen wollte und dann von den Medien in Deutschland komplett hops genommen wurde, zu Unrecht, und sich dann auch, glaube ich, unterkriegen lassen hat. Und sich dann trotzdem hat impfen lassen. Ich küsse eure Zirbeldrüse nochmal, habt ihr eben gehört. Das ist mein neuer Alert auf jeden Fall. Ja, ist eine Schweinerei. Braucht man nicht viel zu sagen, meine lieben Freunde. Ich bin gespannt, was hier passiert in dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Ich liebe euch. Peter geht los, würde ich sagen. Und los. Das war echt eine brutale Zeit. Also wenn du dann selbst Freunde hast, die einem, ja. Die einem dann sagen, dass wenn man sich hätte impfen lassen, wären weniger. Also ein Kumpel sagt mir, dass weniger Menschen gestorben wären, wenn ich mich hätte impfen lassen. Und das ist brutal. Ich finde das krass. Ich bin so froh und ich bin so glücklich, ne, dass in meinem Freundeskreis und in meiner Familie niemand so drauf war, weißt du? Und da merke ich auch wieder, dass ich eine gute Entscheidung treffe, welche Menschen ich überhaupt nah an mich ranlasse. Mein komplettes Umfeld war eigentlich komplett meiner Meinung gewesen und deswegen haben wir alle zusammengehalten und haben uns gegenseitig gestärkt, so, weißt du? Ich finde das crazy, Digga. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn Leute aus deiner eigenen Familie oder deine Freunde, weil ich bin eh so einer, ich nenne Menschen nicht Freunde, wenn es nicht wirklich so Seelenverwandte sind, Digga. Und dann kann uns irgendein Scheiß von der Politik oder von den Medien oder angeblich tödlichen Virus nicht spalten und kann uns nicht trennen voneinander, so, weißt du? Aber ja, ich könnte mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn wegen sowas Leute, die du liebst, quasi dir den Rücken zukehren. So. Das ist crazy, Digga. Crazy. Und wenn du da keine Familie hast, dann kannst du zerbrechen, klar. Fast ein jeder kennt. Stark, Bro. Stark, Bro. Fühle ich aber, dass er sich so öffnet, Digga, weißt du? Guter Mann. Joshua Kimmich, Fußball-Bundesliga-Profi beim FC Bayern München, Nationalspieler, der gerade bei der EM spielt und auch außerhalb des Platzes ist er engagiert. Aber im besten Deutschland aller Zeiten war das nicht genug, denn Joshua Kimmich ist ungeimpft. Und vielleicht sich der ein oder andere noch daran, was es für einen Skandal gab um Joshua Kimmich. Denn er wollte sich mit dem relativ neuen, unerforschten, unerprobten Impfstoff gegen Corona nicht impfen lassen. Völlig verständlich. Vor allem, weil er auch gesagt hatte, hey, ich bin jung, ich bin gesund, wahrscheinlich gesünder als alle anderen meiner Altersklasse und ich bin genesen. Aber nichtsdestotrotz hatte man ihn gezwungen. Und welche Sauerei, Digga. Richtige Schweinerei, Bruder. Joshua Tin Man, Alter. Mein zweiter Name ist auch, also Joshua sagt man eigentlich. Mein zweiter Name ist übrigens auch Joshua, Digga. Menschlichen Joshuas bleiben stabil, Digga. Wesho. Die sich da aufgetan haben, selbst im eigenen Verein, keine Gehaltszahlung zum Beispiel, aber auch von Freunden, die ihn des Mordes fast bezichtigt haben, davon möchten wir heute sprechen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge Finanzielle Intelligenz und vielleicht auch moralische, ethische Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Los geht's, Marc, Digga, ich bin gespannt. Bevor wir jetzt über Joshua Kimmich sprechen, kurz möchte ich eine Frage beantworten. Und zwar die Frage, die immer wieder kommt, ist... Yes, Freunde, Alter, es ist soweit. Bro, kurz Joshua et out, man, Alter. Goddamn. Endlich, lang hab ich schon wieder back, gell? Ich hab dir vermisst, mein Jutster. Pack it out, man, Alter. Gib mir die Outpacky-Vibes, Bro. Ey, der Sound von diesem Mic, ne, der ging mir so auf den Sack, Bro. Das könnt ihr euch nicht ausdenken. Sagt mir Bescheid, ob Ton alles passt, Alter. Müsste eigentlich jetzt gut sein, ne, oder?
Oder ist zu laut, leise, passt eigentlich, oder? Dieses Thema geht über den Fußball hinaus. Bayern Münchens Joshua Kimmich hat bestätigt, noch nicht gegen Covid-19 geimpft zu sein. Was geht euch das überhaupt an? Warum berichtet ihr darüber im ganzen Fernsehen so? Das ist eine Schande, Bro. Sag ich dir ehrlich. Das ist dieses am Pranger stellen, wie früher auf dem Markt, dass man Menschen an den Pranger stellt, weil die irgendwas im Privatleben machen, was nichts damit zu tun hat, was die Leute wissen sollten oder nicht. Weißt du, wie ich meine? Das ist so ekelhaft. Das ist so tief gesunken. Das ist so widerlich, Bro. Das ist crazy. Viele Leute checken das gar nicht, wie ekelhaft das eigentlich ist. Armutszeugnis. An sich keine Nachricht für eine Nachrichtensendung. Denn es geht schlicht niemanden etwas an, wer sich impfen lässt und wer nicht. Facts. Nur ist Joshua Kimmich nicht irgendwer. Joshua Kimmich ist kein Mensch, Digga. Der ist ein Fußballspieler von der deutschen Nationalmannschaft und deswegen müssen wir auch sein Privatleben komplett durchleuchten und auch seine Sexpraktiken und seine Gesundheit und was er für Krankheiten hat und so. Weil wenn du Fußball spielst, dann ist das nicht mehr privat. Im Spiel in Hoffenheim hatte Kimmich seine Impfbedenken geschildert. Lasst uns kurz gemeinsam in den Rückspiegel schauen. Wir schreiben das Jahr 2021. Ganz Deutschland ist nicht im Fußballfieber, nein, sondern im Impffieber und in einer Massenpsychose. Ganz bis heute, Bro. Deutschland? Nein. Viele haben sich damals aus guten Gründen gegen eine Impfung entschieden. Und wie wir alle Ungeimpften jetzt mal einzeln in den Chat und bei YouTube auch mal Herzen in den Chat. Schreibt mal irgendwas jetzt unten in die Kommentare rein. Ungeimpft für immer, Digga. Also Covid. In Retrospektive wissen, es waren gute Gründe und sie hatten leider alle recht. So auch der Bayern-Star Joshua Kimmich. Jeder normale Mensch hätte damals gesagt, soll doch jeder machen, was er will. Ist eine persönliche Entscheidung, es geht um Gesundheit, es geht um meinen Körper, es geht um die Unversehrtheit meines Körpers und so weiter. Steht sogar im Grundgesetz, also hey, jeder wie er mag. Aber ja, was Grundgesetz, Bro, was, als ob das Grundgesetz so relevant ist, weißt du, wie ich meine? Wie wir wissen, damals haben andere Gesetze gegolten. Man hatte moralisch höhere Ziele, die über alles andere einfach hinweggewalzt wurden. Faschismus nennt man das. Ungeimpfte und all die, die nur den leisesten Zweifel an der so tollen, perfekten, besten, nebenwirkungsfreisten, erlösenden Spritze sich äußerten, waren im besten Fall Aluhutträger und im schlechtesten Fall Hardcore-Schwurbler, Nazis oder Querdenker. Oder so, Aluhutträger, Schwurbler und Querdenker, Digga, ich bin stolz darauf, das zu sein. Nennt mich gerne so. Das ist ein Kompliment für mich. In 2024 ist Schwurbler, Rechter, Verschwörungstheoretiker, Mystiker, diese ganzen Begriffe sind sehr geile Komplimente. Das heißt, wenn ihr so genannt werdet, seid stolz auf euch. Ich liebe euch. Ach nur, Rebellen. Dieses T-Shirt gibt es auch bei mir im Webshop unter mark-friedrich.de. Und einer der Rebellen war der junge Joshua Kimmich vom FC Bayern München. Und der damals mit 26 Jahren eigentlich kerngesund war und vor allem auch genesen. Und trotzdem wurde er durchs Dorf gejagt wie eine Sau. Und die meisten werden es vergessen haben, aber lasst uns mal gemeinsam ein paar Aussagen dieser... Oder jeder, der sich nicht impfen lassen hat und gegen diese Maßnahmen war und dazu auch öffentlich was gesagt hat, wird es nie vergessen, diese Zeit. Wird das nie vergessen, glaub mir. Also ich hab's nicht vergessen. Treibjagd anschauen. Starten möchte ich mit dem äußerst charmanten Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery, der durch solche wundervollen Sätze und Klassiker aufgefallen ist wie »Es ist die Tyrannei der Ungeimpften«. Eigentlich auch der FC Bayern verhindern, dass ein Fußballspieler aufläuft, der in einem Kontaktsport, in dem man sich auch umarmt, in dem man jubelt, in dem man, ich bin zwar kein Fußballspieler, aber ich sehe das ja hin und wieder mal, doch auch durchaus Körperkontakt hat. Und dann höre ich, dass 4 Menschen in diesem Team nicht geimpft sind. Hätte man da nicht auch eine Verantwortung als Arbeitgeber, dass man sagt, der darf nicht auflaufen, bevor er in der Situation ist, dass er niemand anders gefährden kann? Ich habe bewusst den FC Bayern genommen und nicht den FC Nürnberg. Ich wollte sie nicht in Probleme bringen. Ganz ehrlich, das hat doch schon irgendwie Mittelaltercharakter, oder? Im öffentlich-rechtlichen... Moderatorin lacht so. Wo Millionen Menschen zuschauen, dafür sogar noch bezahlen, wird gefordert, dass der Arbeitgeber von Kimmich, also hier der FC Bayern München, ihn doch bitte nicht auf dem Spielfeld auflaufen lassen solle. Ey, what the fuck? Was geht hier eigentlich? Sind wir in DDR oder was? In jeder Talksendung wurde damals der Fall Kimmich behandelt. Es war ein Riesenskandal. Es gab Sondersendungen sogar. Und selbst der Tagesschau wurde darüber berichtet. Der Sport
war nur noch zweitrangig. Überall wurde darüber diskutiert, ob der Fußballer denn überhaupt seiner Vorbildfunktion nachkomme. Völlig absurd. Ihr seht, es war eine Massenpsychose. Auch völlig absurd, was Frau Emke hier von sich gibt. Wie schätzen Sie denn diese Aussage von Joshua Kimmich ein? Finden Sie auch, wie es ja sehr viele empfunden haben, dass er da seiner, ich nenne es jetzt mal Vorbildrolle, nicht gerecht geworden ist? Wir sprechen gleich nochmal über diese Vorbildrolle im Allgemeinen, aber jetzt mal auf diesen Fall gemünzt. Oder sagen Sie, die Impfentscheidung ist nun mal privat und da haben wir nicht zu urteilen? Als jemand, der ansonsten, glaube ich, eher bekannt dafür ist, dass er Verantwortung übernimmt und vorangeht, also auf dem Platz, da kann ich auch als Borussia Dortmund-Fan sozusagen anerkennend sagen, das verweigert er hier nach gerade. Also er übernimmt gerade nicht Verantwortung. Ich frage mich, was die Leute heutzutage sagen, Digga. Weißt du, wie ich meine? Die sagen, er hat keine Verantwortung übernommen. Stell dir mal vor, der wäre jetzt nach der Impfung einfach auf den Platz umgekippt und gestorben. Denkt ihr, dass irgendeiner von den Leuten, die da jetzt gerade eingeblendet wurden, dann irgendwie sich denken würde, fuck, ich habe eigentlich was dazu beigetragen, dass er sich impfen lassen hat und jetzt ist er gestorben. In erster Linie müssen wir Verantwortung für uns selbst übernehmen, yo. Und wenn du fühlst, dass das Ding einfach nicht gut ist für dich und du denkst, dass es dir eher schadet, als es dir hilft, dann machst du es nicht. Und es ist ein super Vorbild. Ein Vorbild ist derjenige, der Verantwortung für sich und sein Leben selbst übernimmt und sich nicht von der öffentlichen Meinung lenken lässt, Digga. Wer mich nicht kennt, Caroline Emke ist Autorin, Publizistin, hat 2016 sogar den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. Ich bin mir sicher, sie ist nicht mehr für den Frieden, aber es ist ein anderes Thema. Frau Emke ist übrigens auch der Meinung, dass man Pro- und Kontra-Formate, also Demokratie, Pluralismus, Diskussionen, den Diskurs abschaffen sollte. In anderen Worten, es soll nur noch eine Meinung geben. Du glaubst mir nicht? Dann schau selbst. Es wird uns beständig vorgemacht, es gäbe zu allen Fragen gleichermaßen wertige, gleichermaßen vernünftige, einander widersprechende Position. Das ist, mit Verlaub, einfach Bullshit. Ja? Und es führt zu... Nein, wir müssen es abschaffen. Ja? What the fucking hell? Absolut krass. Wie sehr kann man Freiheit und Demokratie eigentlich hassen? Also für mich ist die Grundlage... Das hast du in der Corona-Zeit gesehen, mein Jutster. ...einer funktionierenden Demokratie, der Austausch an Argumenten und zu sagen, wir haben die Wahrheit gepachtet, wir haben das Wahrheitsministerium, unsere Wahrheit ist die einzig wahre, das ist Faschismus. Leider geht es noch besser, beziehungsweise noch schlimmer, muss man eigentlich schon sagen. Hier die Meinung von Ex-Fußballprofi Paul Breitner, der tatsächlich eine Verweigerung der Impfung als vorsätzliche Körperverletzung bezeichnet. Grundsätzlich hat es mit einer Vorbildfunktion überhaupt nichts zu tun, sondern es geht um ihn. Und ich halte mir, was ihn persönlich betrifft, an Jürgen Klopp, der gesagt hat, sich nicht impfen lassen ist wie besoffen Autofahren. Guckst dir an, Digga, wie die unseren Kopf gefickt haben. Mit allen Mitteln versucht einfach den Menschen einzureden, ihr seid schlechte Menschen, Digga. Boah, Digga. Er meinte damit und hätte auch vielleicht sagen können, sich nicht impfen zu lassen, ist potenzieller vorsätzlicher Körperverletzung. Bro. Und darum geht's mir. Guckst du dir an, Alter, wie die gucken, ey. Ich brauche mit Puppets. Und darüber zu diskutieren, ob er sich impfen lassen soll oder nicht. Für mich gibt's nur die Richtung, sich impfen zu lassen. Und da geht es nicht um eine Vorbildfunktion, sondern es geht um den Einzelnen. Aus. Und wenn er sich dagegen entscheidet, dann habe ich null Verständnis dafür. Nochmal, dann bin ich bei Jürgen Klopp und sage, Bursche, was machst du? Du als Jürgen, als Joshua Kimmich, aber nicht du als... Der wollte Jürgen Klinsmann sagen, ne? Nationalspieler oder als Vorbild. Wenn wir diesen körpernahen Sport hernehmen, dann gibt es... Beruf hernehmen, dann kann es nur eine Impfung geben. Dann kann es nur eine Impfung geben. Und ich muss sagen, ich war 5 Jahre beim FC Bayern für die Mannschaft verantwortlich. Der hätte bei mir und auch die anderen 4, diese 5, hätten bei mir nicht gespielt, nicht einmal mit uns trainiert. Ich hätte gesagt, Leute, auf Wiedersehen, da hinten, da kennt. Das ist, guck mal, in der Corona-Zeit wurden diese Kimmichs und diese Lovelocks und Wodax und was auch immer als Faschos oder Nazis bezeichnet. Da ist ein Fascho, Digga. Das ist ein Fascho. Hör dir die Aussage an, das ist Faschismus. Und bei mir nicht gespielt, nicht einmal mit uns trainiert.
Die hat gesagt, Leute, auf wieder schauen, da hinten, da kriegst du aber hier nicht. Das geht nicht. Also ich weiß nicht, hat er zu viele Kopfbälle gemacht? Ist da irgendwas oben angeschmort? Wahnsinn, oder? Aber wie gut, dass unsere Politiker in Deutschland immer wieder betonen, wie wichtig es ist, die Minderheiten vor Diskriminierung und Ausgrenzung zu schützen. Das Jo. Alles, für die kleinste Minderheit. Jemand mit 26... Nein, du musst die richtige Minderheit sein. Das geht nicht um Minderheit an sich, es geht darum, ob du die richtige Minderheit bist. Verschiedenen Geschlechtsorganen. Aber für die Ungeimpften galt das natürlich nicht. Und noch krasser, und das ist wirklich brutal, das sind die Originalworte von Joshua Kimmich. Einer seiner Freunde, und lieber Joshua, ich lade dich natürlich herzlich zum Interview ein, aber noch viel wichtiger. Ich glaube, diese letzten Jahre haben ja Spreu vom Weizen getrennt. Wenn dir ein Freund sowas vorwirft, dass du durch dein Nichtimpfen andere Menschen tötest, dann würde ich sagen, weißt du, wer ist Freund, wer ist Feind? Das war auf jeden Fall kein Freund, von dem würde ich... So ist es, Digga. Du wurdest enttäuscht, das war was Gutes, mein Jutster. Keine Täuschung mehr. Wahrheit. Ganz schnell verabschieden. Kick ihn doch einfach weg. Bäm! Und dann haben wir natürlich noch den Heiligen Ethikrat. Ja, diejenigen, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, die moralisch, intellektuellen, uns allen, uns Pöbel, komplett überlegen sind. Wir kennen sie, die Engelserscheinung. Annalena Baerbock, ich würde sagen, aber... Das ist, ja. Annalena Buicks, ja, den Namen, der wie eine Büchse klingelt. Jemand, der so blond ist, so blaue Augen hat, der kann nicht schlecht sein. Der kann nichts Böse im Schilde führen, oder? Und der hat doch bestimmt damals schützend die Hand über Joshua Kimmich gehalten. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass auf den Joshua Kimmich im Moment unheimlich viel einprasselt. Und ob er will oder nicht, da steht er in einer besonderen Verantwortung. Er ist einfach eine öffentliche Person. Also wir haben ja tatsächlich vom Ethikrat sogar gesagt, es gibt eine moralische Pflicht für uns alle, uns impfen zu lassen. Es ist natürlich besonders schade, wenn er solchen Falschinformationen aufsitzt. Schön betont die Worte. Moralisch, Pflicht, Falschinformation. Und irgendwie denkt, da könnten noch irgendwelche Langzeitfolgen oder sowas entstehen. Und das also wer denkt denn sowas? Da musst du schon Langzeitnebenwirkungen, hallo? Eben erklären, dass das eine der besten medizinischen Maßnahmen ist, die so gut überprüft ist wie wahrscheinlich noch nie. Noch nie in der ganzen Menschheitsgeschichte wurde ein Medikament so lange überprüft. Und es wurde noch nie so krass sichergestellt, dass das Ding safe ist. Dass es das macht, was wir euch erzählen und dass ihr auch keine Angst davor haben müsst, dass noch irgendwelche Nebenwirkungen auftreten. So. Noch nie in der gesamten Menschheitsgeschichte. Also, da muss ich schon echt sagen, mittlerweile bin ich auch. Früher war ich ja auch so ein komischer Schwurbler, der gesagt hat: Ah, Impfung, ich weiß nicht und so. Mittlerweile bin ich echt auch sauer auf so einen Kimmich zum Beispiel. So. Den sollten die eigentlich komplett bannen aus der DFB und der sollte im deutschen Fußball eigentlich nichts mehr zu suchen haben, sage ich dir so, wie es ist. Und das ist einfach, dass der Impfstoff ja im Körper abgebaut wird sehr schnell, dass der gar nicht mehr da ist. Also dass das extremst unwahrscheinlich. Was ein Meme, Digga, krass. Extremst. Ist, dass da irgendwelche Langzeitfolgen entstehen in den Krankenhäusern. Liegen fast nur Menschen, die nicht geimpft sind. Das muss sie einfach klar machen. Ja, nee, unglaublich, oder? Kleiner Fun-Fact. Dieser sogenannte Ethikrat bekommt pro Jahr 1,7 Millionen Euro von uns, von der Regierung, also durch Steuergelder. Aber zurück zu Joshua Kimmich. Der Fußballprofi hat sich schließlich im November 2021 mit Corona infiziert. Wir alle wussten schon damals, dass eine natürliche Immunisierung, die Herdenimmunität, eine deutlich bessere Schutzwirkung bedeutete als das Zeugs von BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca und so weiter und so fort. Im Übrigen... Krass auch, dass einfach dieses so, der hat sich infiziert, dann einfach Schlagzeile wird in den deutschen Medien, so, der hat sich infiziert. Ich habe zu RKI, zu Impfungen viele Videos gemacht und wenn du neu hier bist, freue ich mich natürlich, wenn du ein Abo da lässt und die Glocke aktivierst, dann wirst du immer informiert über neue Videos. Und wenn du jetzt Binge-Watching machen möchtest nach diesem Video, dann schau einfach mal in meine Playlist. Da sind viele Videos mit Experten, aber auch zu... Binge watch it out, meine lieben Freunde, tut das nicht. Schwärzten RKI-Protokollen zu den Geheimverträgen der EU und von der Leyen mit Pfizer und Co. und vielem, vielem mehr. Es ist wirklich skandalös, was da vorgefallen ist und die Nachricht muss raus. Bitte empfehlt mich jetzt schon weiter. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir jetzt wissen, bricht sich die Wahrheit weiter ihren Weg und
Kommuniziere es, gib es weiter, teile. Das hilft auch dem Algorithmus. RKI-Protokolle, das Video findest du hier oben unbedingt. Bro. Dass die Masken nicht funktionieren, die Abstandsregelungen völliger Humbug sind, dass die Kinder keine Masken tragen sollten, dass die sogar schädlich sind, aber auch, dass die Herdenimmunität das Wirksamste ist und dass der Virus nicht so gefährlich ist, wie weisgemacht. Also, ganz, ganz klar, man wurde massiv angelogen, wir wurden alle massivst angelogen. Und trotzdem hat man den Buben nicht in Ruhe gelassen. Karl Lauterbach hatte sogar damals angekündigt, dass er Joshua Kimmich höchstpersönlich impfen wolle. Was? Das ist Comedy, Digga. Das ist wie ein Film. Dazu sagen, es war ein Kult, es war völlige Psychose. Und auch die Virologin Melanie Brinkmann äußerte sich bald zum Fall Kimmich. Sie meinte wortwörtlich, er kann gerne anrufen und wir können über Impfnebenwirkungen sprechen. Ja, hat sie mit ihm jetzt drüber gesprochen? Was würde sie ihm jetzt sagen? Aber es ging weiter. Ich bin gerne dabei, wenn er sich impfen lässt, wenn er eine Hand braucht. Ja, die soll mal Leuten Hand geben. Die machen sich einfach voll lustig darüber, das ist krass. Haben. Die Verfolgung Kimmichs ging so weit, dass sogar der damalige Regierungssprecher Steffen Seibert Kimmich letztlich öffentlich aufforderte, sich impfen zu lassen. What the fuck? Es gibt auf diese Fragen klare und überzeugende Antworten von Bruder, was ist mit dieser, Digga, ich sag dir, diese Zeit hat nationalen und internationalen Experten und so, dass ich eigentlich nur sagen kann, ich hoffe, dass Joshua Kimmich diese Informationen alle nochmal auf sich wirken lässt und sich dann auch vielleicht für die Impfung entscheiden kann. Bruder, die Regierung. Als einer auf den Millionen schauen, hätte er dann erst recht Vorbildwirkung. Von der Zahl der Geimpften hängt es eben ganz entscheidend auch davon ab, wie wir hier in Deutschland unser Zusammenleben in der Pandemie organisieren können. Und der Shitstorm, der Druck der Öffentlichkeit, der Medien, der Politik, aller eigentlich, war dann so groß, so stark gewesen, dass selbst Joshua Kimmich dann klein Bein gab und sich hat impfen lassen. Er konnte. Sad, ne? Sad. Den ganzen Druck nicht mehr standhalten. Wenige Wochen später kam dann die Meldung, Kimmich habe sich nun impfen lassen. Der arme Bro, ich schwör's dir. Muss mal überlegen, was für Druck auch auf dem war wahrscheinlich, ne? Wenn sogar Regierungsbeamte da irgendwelche Pressekonferenzen halten und dann über ihn und seine Entscheidung, was seine Gesundheit angeht, da diskutieren so. Ah, ich wäre aber echt, weißt du, was ich krass hätte gefunden, wenn der sich einfach nicht hätte impfen lassen, trotzdem. Sag ich dir ehrlich, Alter. Der würde in die Geschichtsbücher eingehen, so. Auch so schon stabil, weißt du, aber das hätte ich mega gefühlt, Digga. Hätte am Ende trotzdem gesagt, fuck you. Also, am Ende hatte man das erreicht, was man erreichen wollte. Man hat einen jungen, vermutlich kerngesunden Profisportler in eine experimentelle Therapie getrieben, dessen Langzeitfolgen, wie von Kimmich damals korrekterweise angemerkt wurde, noch nicht bekannt waren. Und wir wissen ja jetzt, was für eine Scheiße ans Tagesicht gekommen ist. So, stell dir vor, der wäre am nächsten Tag auf dem Platz umgefallen einfach. Ich wäre nicht der einzige Sportler gewesen, der einfach so nach der Impfung auf dem Platz umfällt, wegen Herzmuskel, bla bla bla. Weißt du, wie ich meine? Stellt euch das mal vor und dann müssen diese ganzen Leute sich in den Spiegel gucken und sich sagen, fuck, ich habe dazu beigetragen, dass ein junger Fußballer gestorben ist, ja. So. So ein Müll. Bekannte Nebenwirkungen sind jetzt schon Thrombosen, Herzmuskelentzündungen, Herpes Zoster, Krebs könnte auch bald dazukommen und so weiter und so fort. Und jetzt, fast 3 Jahre nach der ganzen Sache, hat Kimmich im ZDF ausgepackt und emotional geschildert, wie brutal, wie krass die Situation war und wie selbst der große, angesehene FC Bayern München sein Verein nicht hinter ihm stand, sondern den jungen Fußballer unter Druck gesetzt hat, damit er sich endlich impfen lässt. Hier der Ausschnitt dazu. Es war für mich nahezu unmöglich, ohne Impfung weiter Fußball zu spielen. Ich war. Er stand auch zwischen der Entscheidung, wie viele Menschen. So. Mache ich das jetzt und behalte meinen Job und das, was ich liebe, das, was mich auch über Wasser hält. Und bei ihm ist natürlich nochmal eine krassere Entscheidung, weil die natürlich auch deutlich mehr Geld verdient als der Normalbürger, so, weißt du? Und da wahrscheinlich auch ganz viele Leute noch mit von abhängig sind, von seinem Einkommen. Aber nichtsdestotrotz, das ist halt, so viele Menschen wurden unter Druck gesetzt und zwischen die Wahl gestellt, so, darf ich meine Passion weiter ausleben, darf ich meinen Job weitermachen oder nicht? Und was opfer ich dafür, weißt du? Crazy. Mehrere Wochen als Kontaktperson ohne Corona gehabt zu haben, in Quarantäne. Es war dann auch so, dass Bayern mir dann das Gehalt nicht mehr ausbezahlt hat, zumindest zu der Zeit.
Das ist krass. Da ich eben als Kontaktperson in Quarantäne war, dann stellt man sich schon die Frage, was machst du jetzt? Lässt du dich impfen und kannst dann wieder Fußball spielen oder bleiben eben die Bedenken und du sitzt Wochen und Monate lang zu Hause und am Ende des Tages habe ich mich dann impfen lassen. Wow. Not good, man. Not good. Indirekter Impfzwang. Ja, voilà, ist so. So ist das halt als Sklave in einem Sklavenstaat. Ja. Ich kann mich erinnern, wie Müller ein Video gepostet hat, dass er Corona hat, in Quarantäne und macht dabei Sit-Ups. Ja, Digga, ich hab... Ich habe mich zu lange alleingelassen gefühlt und ich meine, ich bin jetzt... Einer sagt, sorry, aber er sollte so viel Gespartes haben, um auch mal Monate auf seinen Lohn zu verzichten. Ja, da kommt es halt dann wieder drauf an, ne? Also wie jeder Mensch ist ja anders. Ich würde mich jetzt nicht hier hinsetzen und ihn jetzt judgen, dass er die Entscheidung getroffen hat, die er getroffen hat. Ich persönlich muss sagen, ich kann mich nur reinversetzen in so eine Lage, aber ich habe ja auch schon öfter gesagt, ich wäre bereit, also ich wäre lieber gestorben, bevor ich mich hätte impfen lassen. Das sage ich dir so, wie es ist, ne? So, da kannst du mir auch Millionen Gelder und was auch immer anbieten. Ich hätte es nicht gemacht, ich hätte es nicht durchgezogen. Aber die meisten Leute sehen oder denken halt anders. Für die meisten Leute gibt es halt eine Situation, wo die dann ihre eigenen Bedenken, ihre eigenen Gefühle, was die denken und was richtig ist, ihre Überzeugungen beiseite legen. Also fast jeder Mensch ist auf eine gewisse Art und Weise käuflich, sage ich mal. Es gibt nur wenige Menschen, habe ich gemerkt mittlerweile, die ihre eigene Ethik, Moral, Werte und so über alles stellen und sogar bereit werden, mit ihrem Leben dafür zu bezahlen. So. Gibt's nicht viele. 7 Jahre im Verein und es gab jetzt noch nicht so viele Skandale um meine Person oder so viele Dinge, die ich mir habe zu Schulden kommen lassen. Der ist auch jung, ne? Wie alt ist denn der Cousin? Und du musst dir auch vorstellen, wir haben 1000 Leute um den herum, die ihn voll labern. Familie, Freunde, Manager, was auch immer. Da sag ich mal, die erste Talfahrt, da habe ich dann gemerkt, wie... 90er-Jahrgang, echt? Also mein Baujahr. Wie der Verein reagiert hat und dementsprechend bin ich da schon enttäuscht und auch getroffen. Und da kann ich ja sagen, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Ja, und nicht nur... Zieht den Bayern die Lederhosen aus, Lederhosen aus, Lederhosen aus. Zieht den... Geil, Digga, das haben wir damals sogar geschrien. Ja, Digga, ich war früher auch krasser Fußballfan, immer im Stadion gewesen und so, Hannover. Also ganz ehrlich, wie kann man denn einen jungen Menschen so unter Druck setzen, dass man sagt zum Beispiel, hey, kriegst halt dein Geld nicht mehr, kriegst dein Gehalt nicht mehr. Und das waren ganz starke und ehrliche Worte von Joshua. Man muss auch sagen, es ist natürlich gut, dass wir auf dieses Video reagieren und dass wir uns da so auf ihn auch konzentrieren, aber er ist nicht der einzige junge Mensch, der dazu gezwungen wurde, sich impfen zu lassen, ne? So, und für mich macht es keinen Unterschied, okay? Der verdient Millionen mehr und ist im öffentlichen Auge und so, dies, das, bla, 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 schön und gut. Aber auch der Bruder, der gerade Ausbildung macht oder der mir geschrieben hat, dass er gerade ein Studium macht zum Arzt und nicht mehr sein Studium beenden kann, weil die Leute ihm sagen, er darf nicht ins Labor, wenn er nicht geimpft ist und so ein Scheiß, die gab es tausendfach. Ne? Die gab es tausendfach so. Und da juckt sich kein Schwanz drüber, weißt du? Da macht keiner eine Doku drüber, wie die sich damals gefühlt haben und dies, das, bla, bla, bla. Deswegen erwähne ich die hier. Ich liebe euch und ich bin stolz auf alle, die stark geblieben sind. Ich vermute mal, dass es noch keine Entschuldigung von Bayern-Seite aus gegeben hat. Also an dieser Stelle mal der Appell an den millionenschweren Bayern-Verein und die Bossen natürlich. Starke Leistung, wie ihr eure besten Spieler damals so habt fallen lassen, das ist natürlich sehr gut für das Vertrauen und für die Zukunft. Ich bin mir sicher, Joshua Kimmich wird den Vertrag nicht verlängern. Meine Verachtung geht natürlich an die Bayern-Bosse, an den FC Bayern München. Mein Respekt zoll ich aber Joshua Kimmich, denn der hat in jungen Jahren in diesem Interview so ehrlich und authentisch von seinen Erfahrungen gesprochen und somit auch mit der Öffentlichkeit geteilt. Da muss man wirklich sagen, Chapeau. Kimmich hat natürlich ein Pech, nämlich dass er berühmt war. Und er steht eigentlich stellvertretend für die Ausgrenzung von vielen Menschen da draußen, die eben nicht die Bekanntheit wie er hatten und die sich damals gegen eine Impfung entschieden hatten. Und ich kann euch sagen, ich habe hunderte, tausende E-Mails, Briefe, Same.
Nachrichten bekommen von Menschen, die im öffentlichen Gesundheitssektor, die an Schulen und so weiter aktiv waren, gearbeitet haben. Und ich weiß noch, ey, jeden Tag bin ich Leuten begegnet. Dadurch, wenn du ein bisschen bekannt bist und ein Following hast oder Leute dich generell anschreiben, so, weißt du, weil man dich kennt und so, kriegst halt viel mit, weißt du. Ich weiß noch ganz genau, diese E-Mails, die ich bekommen habe, diese eine E-Mail ist mir auch nicht aus dem Kopf gegangen, wie dieser Junge, der Medizin studiert hat, so, weißt du, musst du überlegen, die studieren da 10 Semester oder was, Medizin, reißen sich einen Arsch auf und so, und dann kommt diese scheiß Grippe um die Ecke und die verlieren einfach, oder es steht quasi auf dem Spiel, dass die ihr Studium beenden können, so, weißt du. Oder der eine Bruder, der im Hotel gearbeitet hat, der hat im Hotel gearbeitet und die haben gesagt, du darfst nicht hier sonst nicht mehr arbeiten, wenn du, und er war auch migriert, weißt du, und seine Familie war abhängig von dem Einkommen, was er hat, auch back in der Heimat und so ein Shit, und der hat sich dann impfen lassen, damit er im Hotel weiterarbeiten kann, und seitdem war der krank und das war 3-4 Monate später so, gesundheitstechnisch im Arsch, der war blass, der Typ, Digga, als ich den gesehen habe, Frankfurt war das, so, also da ist so viel Scheiße passiert, Bro, das ist crazy. Nicht impfen lassen wollten, weil sie der Regierung oder der Impfung nicht vertraut hatten. Und wie wir jetzt ja wissen, in Nachbetrachtung völlig zu Recht. Und so wie mit Kimmich umgegangen wurde, welche autoritäre Züge unsere scheinbar demokratische, pluralistische und vor allem immer tolerante und diverse Gesellschaft auf einmal angenommen hatte, zeigt ja, wie wir falsch abgebogen sind. Ich fand es unter aller Sau, wie mit dem damals 26-Jährigen umgegangen wurde, um ein Exempel zu statuieren, um den Menschen zu zeigen, guckt mal, wenn ihr euch nicht benehmt, wenn ihr euch nicht einreiht, einnordet und einer der großen Masse seid, die alle Richtung Abgrund laufen, dann bekommt ihr richtig Ärger. Und da haben sie einfach ein Exempel statuiert an dem armen Joshua. Auch anderen Profisportlern ging es genauso. Sie wurden massiv ausgegrenzt oder unter Druck gesetzt. Und einer Zirbeldrüse wird geküsst, so sieht's aus. Aber ja, standhaft geblieben ist der wohl bekannteste Tennisspieler aller Zeiten, Novak Djokovic. Er hatte es damals ebenso gewagt, sich gegen die Impfung zu entscheiden. Und bester Mann, Digga. Ist er auch eingeknickt dann später oder nicht? Ziemlich laut und deutlich. Er wurde sogar von 2 Grand-Slam-Turnieren ausgeschlossen, durfte nicht auch aus Grand-Slam, na Mann. Reisen, aber er war sogar dazu bereit, auf den offiziellen Titel als stark, Digga, ist nicht eingeknickt, wa? Bester Mann, Digga. Eier, Bruder, guck mal, das ist das. Das ist eine Sache, die man braucht, wenn man überzeugt ist vom Ding. Weißt du, wie ich meine? Wenn man so ist, wie man ist, Digga, und sich nicht verstellen will, weißt du? Und einfach so bleiben will, wie man ist, Digga, dann brauchst du eine Sache. Und zwar Spiel aller Zeiten zu verzichten, bevor er sich impfen ließe. Wow. I understand that not being vaccinated today, I'm unable to travel to most of the tournaments at the moment. And that's the price you're willing to pay. That is the price that I'm willing to pay. Bester, das ist genau einer von den Cousins und Kandidaten, von denen ich vorhin geredet habe, Digga. Es gibt Menschen, die haben Ethik, Moral, das, von was sie überzeugt sind, über allem stehen. Über allem. Und gerade wenn du so jemand bist, der sowieso schon Millionen gemacht hat mit dem, was er gemacht hat, so, ne, kannst du dir das noch mehr herausnehmen. Also eigentlich ist es egal. Ich bin broke und hab's durchgezogen. Andere Leute haben's auch durchgezogen, die sind broke, weil sie überzeugt davon waren. Aber gerade wenn du jemand bist, der noch Cash hat, der eigentlich nicht abhängig davon ist, so, Bruder, ich hätt's mega gefühlt, wenn so ein Kimmich einfach gesagt hätte, fuck you, bro. Fuck you. Das hätte Deutschland auch verändert, glaube ich, und auch gebraucht, Digga. Weißt du, wie ich meine? Einer in diesem ganzen Chaos da, Alter, bei diesen ganzen Bücklingen, der gesagt hätte, nö. Nee. Are you prepared to forego the chance to be the greatest player that ever picked up a racket, statistically, because you feel so strongly about this jab? Yes. Wow. Au! But as things stand, der lacht, Bruder. Genau so und nicht anders, Bruder. Genau so und nicht anders, Bro. This player that ever picked up a racket, statistically, because you feel so strongly about this jab. Yes. But as things stand, if this means that you miss the French Open. God is great, Bro. Is that? Wo kommt der her? Aus welchem Land? Ist der gleiche Land wie Ibrahimovic? You'd be willing to pay? Yes. That is the price that I'm willing to pay. And if it means that you miss Wimbledon this year, again, that's a price you're willing to pay. Yes. Why, Novak? Why? Why? Because the principles of decision making on my body are more important than any title or anything else. Auch in den USA. Mashallah, Bruder. Ähnliche Fälle. Serbe. Nice. Geben. Auch hier gab es Spitzensportler, die mutig genug waren und Kraft bewiesen haben. Was sie tun, tippt 5 Euro.
Wir werden durch 5G und Wellen, die beide gehirnaktiv auf die Emotionen und Denken einwirken, ruhig werden wir durch Impfungen und synthetische Medizin sind die gut wirksamen Pflanzen wie Coca-Blätter und Opium verboten. Ja, Frequencies sind auch nochmal so ein Thema, Digga. Hast du auf jeden Fall recht. Da passiert auf jeden Fall auch einiges. Muss man genauso sagen, wie es ist. Deswegen, geht so oft wie möglich in die Natur. Zieht eure Schuhe aus, eure Socken aus, connectet euch mit der Natur und gebt euch Nature Frequencies und Fruits und geiles Wasser und so. Das stärkt und verbessert deine Vibrations auf jeden Fall. Vibrations in man, Alter. Und los. Beispiel der US-Basketballspieler Kyrie Irving, der auf ca. 100 Millionen Dollar an Sponsorengeldern verzichtete, weil er gegen die Impfung entschied. Chapeau, der Mann hat Prinzipien. Lieber Joshua, ich habe deinen Fall verfolgt und ich war damals eingeladen bei 7:45 bei der Bild-Zeitung der Springer Presse. Und ich hatte damals der Redaktion vorgeschlagen, den Fall Kimmich an die Öffentlichkeit zu bringen und auszudiskutieren. Der Redakteur hat damals mich am Telefon darum gebeten, dieses Thema nicht anzufassen, weil es ein zu heißes Eisen war. Dann wäre ich nicht hingegangen. The fuck? Au, jetzt schreibt die Bild-Zeitung drüber. Aber da sieht man wieder Doppelstandards, ne? Heuchelei und so weiter. Das ist halt, Bruder, ich sag dir ehrlich, wenn du in der Öffentlichkeit stattfindest und eine Meinung hast und Eier hast und sagst, ey, I don't give a fuck, was andere Leute über mich sagen und so, dann spielst du am Rande. Das ist eigentlich im ganzen Leben so. Wir leben in einer Welt heutzutage, wo wenn du so bist, wie du bist und ehrlich bist, ne, und dich nicht anpasst und nicht versuchst, auf Krampf reinzupassen, sondern einfach dein authentisches Ich bist, so, dann lebst du am Rand. Dann bist du ein Außenseiter. Dann bist du einer, der sehr viel Zeit alleine verbringen wird. Und das zieht sich in allen Bereichen durch. Ganz normal Gesellschaft, Arbeitsleben, jeder Job, Entertainment-Branche. Egal, was du machst, wenn du ein authentischer Charakter bist, der so ist, wie er ist, dann bist du ein Außenseiter, Digga. In dieser Welt sind wir angekommen. Aber wir müssen halt trotzdem stark bleiben und weiter durchziehen, weil wenn wir das weiterhin vorleben und andere Leute wieder dazu inspirieren, auch einzigartig zu sein und sich nicht die ganze Zeit anzupassen und wie so ein Schaf die ganze Zeit mitzulaufen, dann wird es eventuell in Zukunft auch wieder mehr von diesen Leuten geben. Weißt du, wie ich meine? Deswegen scheiß drauf, durchziehen. Musste ich ein anderes Thema nehmen. Ich hatte alles schon perfekt vorbereitet und es wäre fast die gleiche Ansprache gewesen wie jetzt, aber das halt schon vor 3 Jahren. Gerne wäre ich dir zur Seite gesprungen. Und aus dem Grund kenne ich deinen Fall sehr gut und ich kann nur sagen, es ist eine Schande, wie mit dir umgegangen wurde. Falls du auf irgendeine Art und Weise dieses Video siehst, du bist jederzeit bei mir herzlichst auf dem Kanal willkommen und ich würde mich freuen über ein Gespräch mit dir. Du würdest wirklich vielen Menschen helfen. Wäre ich jetzt oder der Josua? Also ich würde vorbeikommen, mein Jutz, da auch. Oder meinst du den Josua gerade? Vielen Menschen damals tatsächlich Mut gegeben und sie auch zum Nachdenken angeregt. Wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich schon von Anfang an sehr kritisch zu Corona und den damaligen Maßnahmen berichtet habe. Und same. Oh boy, lag ich mit vielem leider richtig. Und die Wahrheit bricht sich ihren Weg. Das Narrativ des Mainstreams, das Narrativ... Wenn du 20 Millionen hast, bist du auch willkommen, Kappa. Ah, stimmt. Der Corona-Geschichte ist komplett implodiert, genauso wie die Energiepolitik und wie bald auch weitere Lügen, die wir da draußen jeden Tag aufgetischt bekommen. Und sei du Teil der Veränderung, gib du dein Wissen weiter und geh immer raus in Liebe. Und ich werde so lange nicht aufhören. Love conquers all. Love is the strongest force ever. Der damalige Werder Bremen-Trainer wurde ja gefeuert, weil er einen gefälschten Impfpass hatte. Echt, ja? Shoutouts raus an den Bruder, wie auch immer er heißt. Dass wir eine Aufarbeitung dieser schrecklichen Corona-Zeit haben werden. Warum? Die Kinder haben 14 Monate Schulbildung verpasst. Deswegen werden wir bei PISA immer schlechter. Uns wurden Grundrechte genommen aufgrund keiner wissenschaftlichen Evidenz. Wir sind mental mehr gefangen denn je durch diese Zeit und die Kids wurden direkt in diese Welt reingeboren. Gerade die jungen Leute, die gerade aufgewachsen sind. So, Alter, am schlimmsten ist es, was mit den Kindern passiert ist. So, die da mit Masken in der Schule sitzen mussten, die da gezwungen wurden, sich anzustellen. Richtig DDR-Vibes, Bruder, Kommunismus. In irgendwelchen Vierecken rumgespielt und durften sich nicht gegenseitig anfassen, waren nicht frei. Dann die Jugendlichen, Kinder, die gerade 18 geworden sind, nicht feiern gehen konnten, nicht das Leben genießen konnten, nicht frei im Kopf waren, Digga. Diese Leute sind die Leute, die Zukunft, das ist die Zukunft. Weißt du, wie ich meine? Müsst ihr euch überlegen. So. Bro, das wird noch jahrzehntelange Auswirkungen haben, diese Scheiße. Und das Traurige bei der ganzen Sache ist, es war ja nicht das letzte Thema.
Also wer davon ausgeht, dass es das letzte Mal war, dass sowas passiert ist, der wartet mal ab. So, es werden immer mehr Sachen in die Richtung kommen. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir weiter Aufklärungsarbeit machen, weiter Leute auf die richtige Seite holen, zu Gott, zu Liebe und zur Freiheit und ja, immer mehr Menschen davon überzeugen, dass wenn die nächsten Themen um die Ecke kommen, dass es immer mehr aufgeweckte Geister gibt und dass wir zusammenhalten und uns nicht unterkriegen lassen, Digga. Keine wissenschaftlichen Beweise. Und das war vielleicht nur ein Test für die nächsten Geschichten. Wir hören ja schon wieder hier Vogelgrippe, als ob das funktioniert. Oder hier das und dies und Krieg und so weiter. Aber ihr müsst wachsam sein. Wichtiger denn je, seid bitte wachsam. Und wenn auch du Aufarbeitung möchtest, dann bitte teilt dieses Video. Bitte lass ein Abo da und empfehl mich weiter. Und der Fall Kimmich ist nur eines von vielen Beispielen, die deutlich machen, dass wir die Corona-Zeit endlich auch juristisch aufarbeiten müssen. Was hier geschehen und passiert ist, darf nicht ohne Folgen und Konsequenzen bleiben, denn sonst wird man es beim nächsten Mal genauso wieder machen, wird jedes Mal den Hebel weiter nach oben schieben und wird immer mehr versuchen, die Menschen zu drangsalieren. Wir alle müssen aus dieser schrecklichen Corona-Zeit Konsequenzen ziehen. Und ich bin der Letzte, der nicht verzeihen würde. Wenn du das genauso siehst, dann brauche ich jetzt Same. Bitte deine Unterstützung. Bitte teile dieses Video so oft du kannst. Lass ein Like da und vor allem einen Kommentar, denn nur so wird auch der YouTube-Algorithmus verbreitet. Ich zähle auf dich. Ich zähle auf jeden Einzelnen von euch. Du kannst mich so unterstützen oder natürlich auch, indem du mein Buch kaufst oder natürlich Kanalmitglied wirst. Weitere Informationen unter dem Video zu meinem 7. Bestseller, aber auch zur Kanalmitgliedschaft, damit wir objektiv weiterhin gute Arbeit leisten können. In diesem Sinne danke ich dir jetzt schon von Herzen für deine Unterstützung, für deinen Zuspruch, für deinen Mut. Und denkt immer daran, wegen Menschen wie Joshua Kimmich, aber auch Novak, die den Mut haben, für das einzustehen, was sie denken, für ihre Prinzipien gerade zu stehen. Bro, ich sag dir ehrlich, also das beste Beispiel ist der Djokovic. Kimmich ist eigentlich kein gutes Beispiel, Digga. So geil ich es auch finde, dass er am Anfang versucht hat, stabil zu bleiben, aber dann ist er eingeknickt, weißt du, wie ich meine? Daran sollte man sich halt nicht orientieren, so. Am Anfang ja, dass er gesagt hat, nee und so, aber dass er eingeknickt ist, ist eigentlich kein gutes Vorbild, sag ich dir ehrlich. Also, man muss schon durchziehen, weißt du? Man sollte schon durchziehen, wenn man wirklich davon überzeugt ist. Zu beweisen, ist die Welt da draußen besser, als wir mal glauben. Herzlichst, euer Marc. Und auch du kannst heute der Anfang der Veränderung sein. Liebe geht raus an dich, Cousin. Marc, get in, man, Alter, gib mir die Marky-Vibes, Bro. Trotzdem starkes Video und wie gesagt, Alter, ich will nicht negativ jetzt hier, so weißt du, ich finde es stark, dass er es auf jeden Fall gemacht hat so und dass er da versucht hat, gegenzugehen, aber das ist meine persönliche Meinung. Mich würde interessieren, was ihr dazu sagt, Community, wie ihr das seht. Ich liebe euch, wir sehen uns im nächsten Video, haltet die Ohren steif, macht's gut, bis dahin, peace out. Boah, Digga, es wird gerade voll dunkel, yo. Seit 2 Wochen fast schon jetzt, einfach dark, Bro. Ich komme langsam in diesen Deutschland-Modus rein, so. Die ersten 3-4 Tage hatte ich Depression, aber mittlerweile, ich habe mich schon wieder dran gewöhnt. Da merke ich auch, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Auch an die Dunkelheit und diese Sadness kann man sich gewöhnen. Man muss immer die Vorteile sehen. Man hat mehr Zeit zum Arbeiten, man setzt sich mehr hin, macht Sachen, die man eigentlich machen sollte. Weißt du? So. Die man die ganze Zeit schleifen lassen hat, weil Wetter geil war und man sich irgendwie anders abgelenkt hat. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Man muss immer gucken, dass man die Perspektive, weißt du, es gibt bei jeder Situation, hört sich crazy an, aber es gibt bei jeder Situation eine positive Perspektive, die du annehmen kannst. Du kannst jede Situation von einem Winkel betrachten, wo du sagst, ja, Digga, da kann ich raus was lernen, das hat mir das gezeigt, ich könnte das oder das verändern, ich könnte jetzt das oder dies machen. Dann wird dein Leben geil, Digga, weißt du? Also geiler auf jeden Fall, als wenn du immer die Sachen versuchst, aus der negativen Perspektive zu betrachten. Wohin wir tendieren leider oft.